Que pasa, Leute? Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer neuen Folge Stoffland Fluss. Let's go. Was geht ab? Stoffland Fluss ist da. Oh yeah, was geht ab, Mike? Was geht ab, Community? Ich heiße euch herzlich willkommen zu dem besten Fitnessformat des Universums. Übrigens hat letztens jemand die erste Folge kommentiert, das habe ich zufällig gesehen, weil das wird ja dann bei YouTube Studio Apps immer so angezeigt. Und das war echt legendär. Du musst, oder ich rate jedem mal, auf YouTube zu gehen und die erste Folge Stoffland Fluss anzugucken. Das ist echt Wahnsinn, wie sich das Format entwickelt hat. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Musst du mal machen. Das haben wir im Goldstream oben gemacht. Ah. Und da wusstest du wirklich nicht, was dich erwartet und so. Dann habe ich dich damit so ein bisschen überrascht. Ja, cool. Und ja, krass, was daraus geworden ist. Bestimmt 100 Folgen später jetzt sitzen wir hier. Ist schon echt oft gewesen. Ja, aber es kommt ja gut an. Wir haben hier Unterhaltung, Mehrwert und dementsprechend ist das ein cooles Format, was ich persönlich auch sehr cool finde. Ich habe ein paar geile Fragen vorbereitet, deswegen würde ich dich bitten, jetzt das Rad zu drehen. Was geht ab? Und wir haben Land. Land ist eine Trainings- und Ernährungsfrage. Ja. Ich möchte im Sommer auf Definition gehen und nehme deswegen das Kreatin raus. Ist doch richtig, Bro, oder? Das hast du geschrieben oder kam das aus der Community? Das habe ich geschrieben. Hört man ja immer wieder, ne? Die Leute sagen, yeah, ich ziehe Wasser, ich will shredded sein, deswegen Kreatin raus. Okay, Bro. Nee, ist nicht richtig, Bro. Denn Kreatin macht dich ja nicht fett. Kreatin zieht auch kein extrazelluläres Wasser. Zumindest nicht in einem Maß, das für eine herkömmliche Diät jemals von Bedeutung wäre. Kreatin hält dich stark. Vor allem in deiner Diät kann Kreatin dafür sorgen, dass deine Performance aufrechterhalten wird. Das intrazelluläre Wasser, das gespeichert ist, dient deiner Kraft und dient der Muskulatur. Und genau diese solltest du bis zuletzt in deiner Diät erhalten wollen. Das bedeutet, dass es eigentlich dein absolut maximales Gut in einer Diät, denn du möchtest ja deine Performance aufrechterhalten. Kreatin ist also nicht der Faktor, warum du wässrig bist. Kreatin ist auch nicht der Faktor, warum deine Diät stagniert, sondern Kreatin ist der Faktor, warum deine Diät besser funktioniert, weil deine Performance hochgehalten werden kann. Das Wasser, das du durch Kreatin hältst, macht sich zwar im Gewicht bemerkbar, jedoch nicht negativ in deiner Form. Zumindest nicht bis zu einem Körperfettanteil, der einstellig ist oder irgendwo bei 7%. Vorher macht das überhaupt nichts aus, wenn überhaupt dort erst. Wenn überhaupt. Also lass das Kreatin drin, Bro, denn dadurch wird deine Diät deutlich besser laufen. Okay, damit haben wir was gelernt. Kreatin haben wir ja oft schon gehabt, das Thema. Ja. Gut, darauf gehen wir jetzt nicht nochmal genauer ein. Du darfst bitte nochmal drehen. Ja. Yeah. Und wir haben schon wieder Land. Oh. Sollte man beim Cardiotraining die Geschwindigkeit konstant halten oder eher ein HIT verfolgen, um maximal Fett zu verbrennen? Hier müssen wir die zwei grundlegenden Formen des Cardios unterscheiden, also die zwei gängigsten. Wir haben einmal das Low Intensity Steady State, auch LISS-Cardio genannt, und das HIIT, High Intensity Interval Training, wie auch immer. Und hier muss ich persönlich sagen, wir müssen einmal unterscheiden, wollen wir Leistung aufbauen oder wollen wir Körperfett verbrennen? Und das unter am besten dem meisten Muskulaturerhalt, was ich bei einer normalen Kraftsportdiät oder Fitnesssportdiät jetzt einfach mal unterstellen würde. Und genau da ist das LISS-Cardio das Cardio der Wahl. Beim HIIT-Training wird deine Herzfrequenz derartig in die Höhe schießen, dass du Stress auf deinen Organismus verursachst. Dieser Stress wird dafür sorgen, dass du Cortisol ausschüttest, und zwar sehr, sehr viel, und dadurch leider sehr unselektiv abbaust. So kann ein HIIT-Training zwar dafür sorgen, dass dein Körper
schneller abwirft, das heißt schneller verbrennt. Aber er verbrennt, wie gesagt, unselektiv und dadurch verbrennst du nicht nur Körperfett, sondern auch extrem viel Muskelmasse. Das ist der Grund, warum ein intensives HIIT-Programm dafür sorgt, dass du in kürzester Zeit viel abnehmen kannst. Jedoch musst du dich fragen, was möchtest du denn abnehmen? Denn klar, die meisten interessiert irgendwie nur das Gewicht, aber wenn du dann gleichzeitig auch Muskeln abnimmst, dann machst du dir deinen größten Verbündeten, den du im Kampf gegen dein Körperfett langfristig hast, zum Feind. Beziehungsweise du eliminierst ihn. Die Muskulatur schwindet, dein Grundumsatz wird sinken und auch dein Arbeitsumsatz wird sinken. Und das ist vielleicht noch das viel Wichtigere, denn wenn die ganze Muskulatur am Arbeiten ist, verbrennst du immer mehr und mehr, je mehr sie wächst und je besser du sie hegst und pflegst. Und genau deshalb sollte das LISS-Cardio hier dein Mittel der Wahl sein, denn das LISS-Cardio setzt voraus, dass du eine Herzfrequenz hältst, die es dir ermöglicht, so viel wie möglich Körperfett selektiv abzubauen, indem du langfristig eine Belastung aufrechterhältst, die gleich bleibt. Und unter dieser gleichen Herzfrequenz schaffst du es dann, längerfristig einfach nur Körperfett zu verbrennen und möglichst viel Muskulatur zu halten. Das sollte das Ziel sein. Gut erklärt. Dementsprechend darfst du bitte noch ein letztes Mal drehen. Noch einmal hier. Jawohl. Stoff. Er hat heute noch keinen Stoff. Wir brauchen Stoff, meinst du? Das Ding ist so manipuliert. Hier, guck mal, das eiert schon wieder so. Ja, alles gestaged. Und da ist sie, Junge. Das wäre fast nur Land geworden, ey. Eine Stofffrage. Diesmal ist die tatsächlich aus der Community. Ich lese mir eure Kommentare immer durch und bringe das ein oder andere hier und mit rein. Und die Frage ist, kann ich trennen, Bruder? Gibst du Tränen? Wie viel kostet diese Tränen? Nein, ernsthaft. Hat die Injektionsstelle, an der man sich den Stoff ballert, Einfluss auf die Wirkung? Als Beispiel, kann man mehr Beinmuskeln aufbauen, wenn man sich den Shit in den Oberschenkel jagt? Nein, kann man nicht. Das kann man relativ kurz und knackig erklären. Wenn du eine intramuskuläre Injektion ausführst, dann wirst du dir eine Lösung spritzen, die an Fette gebunden ist, wenn man so möchte, also eine Triglyceridverkettung, das nennt sich Ester, das ist das Öl. Und dieses Öl wird dann ganz langsam in deinem Körper abgebaut und der Wirkstoff wird freigegeben und wirkt systemisch, immer komplett systemisch. Das bedeutet, dieser Wirkstoff wird dann im Endeffekt für deinen ganzen Körper verfügbar. Und das ist völlig egal, in welchen Muskel du den spritzt. Das Interessante hierbei ist, dass wenn du immer wieder in den gleichen Muskel spritzt, du meistens so eine Art kleines Narbengewebe an der Stelle hast, weswegen sich Leute, die zum Beispiel schmale Schultern haben, sehr gerne immer in die Schultern spritzen, weil du immer wie so einen kleinen Knubbel hier hast mit der Zeit, weil du einfach so ein bisschen dickere Haut bekommst und man sich einbilden könnte. Dadurch hat man mehr Schultermuskulatur. Es ist aber allerdings nicht der Fall, dass die lokale Injektion in einen bestimmten Muskel in genau diesem Muskel mehr Muskelwachstum auslöst. Das ist zumindest bei Steroiden nicht machbar. Und auch bei den Peptiden, die dies suggerieren, ist es sogar so, dass man nicht weiß, ob es wirklich was bringt, es lokal in die Stelle zu spritzen. Das ist alles von der Evidenz her noch relativ mau. Bei Steroiden wissen wir aber, das kannst du dir sparen. Es ist völlig egal, wo du es dir reinspritzt. Irgendein Muskel, das wirkt dann systemisch. Und dann hat es dein ganzer Körper zur Verfügung. Und das Training entscheidet darüber, welche Muskulatur dann wächst oder nicht. Okay, danke dir für die Antwort. Das war auch wieder sehr gut erklärt. An der Stelle kann ich wirklich nochmal sagen, das macht der Mike alles hier Freestyle. Also keine der drei Fragen kannte er vorher. Könnt ihr jetzt glauben oder nicht? Werdet ihr vielleicht, ja, die, die es nicht glauben, werden es sowieso nicht glauben. Egal. Wie dem auch sei, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Fragestellerin oder Fragesteller der letzten Frage ist jetzt auch befriedigt. Und allgemein haben wir euch hoffentlich wieder gute Unterhaltung geliefert mit gutem Mehrwert. Danke dir dafür, Mike, auf jeden Fall. Danke der Community für die Treue, für die Klicks, für die Likes. Ja, falls ihr das noch nicht getan habt, bitte ein Abo an der Stelle dalassen. Und die letzten Worte gehören nun Mike. Super gesagt, kann ich mich nur anschließen. Vielen lieben Dank für euren Support in der letzten Zeit. Und ja, das ist Freestyle, weil ich tatsächlich auch gar nicht die Zeit hätte, mich auf jedes dieser Themen so intensiv vorzubereiten. Ihr wisst gar nicht, momentan ist so viel los in meinem Leben. Und dementsprechend bin ich auch sehr dankbar dafür, weil vieles davon auch euer Verdienst ist. Deswegen danke für den ganzen Support. Danke für die Möglichkeiten, die ich momentan habe, dass ich das alles so tun kann, wie ich es gerne möchte. Und um ehrlich zu sein, in einem viel größeren Ausmaß, als ich es mir vor 5 oder 6 Jahren wahrscheinlich jemals erträumt hätte. Vielen lieben Dank. Großes Danke, lasst ein Abo auf dem Kanal da für weiteren Support und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it.